Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Die Siedler, Aufstieg eines Königreichs. Wir sind immer noch in der dritten Mission und haben gerade einen Marktkarren losgeschickt, der 80 Holz an das Dorf Monstein liefert. Also hierhin, wo wir auch schon mit unseren Truppen stehen. Und in 7 Sekunden entsendet wohl mal wieder der Baron von Dingens ein paar Soldaten, die das Dorf Monstein angreifen werden. Und die sollen wir dann wohl Danke für das Holz. Verteidigen. Nun können wir mit dem Bau der Palisade beginnen. Hoffentlich wird das diese Halunken aufhalten. Na, mit unserem Holz bauen die jetzt Palisaden. Ich weiß zwar nicht wo und wann und wie, aber gut, mal schauen, wann die kommen. Also jetzt geht's los mit den Soldaten. Aha, da wird langsam gebaut. Das ist ja cool. Ich mache jetzt gerade wieder mal schneller, damit es ein bisschen vorangeht. Und das ist eigentlich ganz lustig, wie man jetzt zuschauen kann, wie die Palisaden bauen. Bringt jetzt momentan natürlich nichts. Und jetzt stehen wir hier rum und warten, bis die Soldaten da sind. Das ist ein bisschen... Siedler von Monstein, eure Steuern sind fällig. Es wird Zeit, dass ihr mich für meinen selbstlosen Schutz bezahlt. Ja, das hast du schon ein paar Mal gesagt. Siedler von Monstern. Ja, sagst auch wieder doppelt. Großartig. Kommt dann auch mal wer oder machen wir jetzt hier spaßeshalber? Wenn wir immer und immer wieder ausgeplündert werden, ist es bald mit uns zu Ende. Bitte zahlt dem Baron unseren Tribut. Nur dieses eine Mal. Dann haben wir eine Chance zu überleben. Ich würde den Siedlern gern helfen, doch diese Söldner sind teuer. Für angemessene Bezahlung werden sie doch kämpfen, als ginge es um ihre eigene Heimat. Also zum Thema nur dieses eine Mal ist natürlich jetzt relativ, weil es ist schon das zweite Mal, wo er gesagt hat, nur dieses eine Mal. Na gut, einmal machen wir das noch. Bei ihr auch. Aber da kam jetzt auch keiner, oder? Ganz wie ihr wünscht. Hä? Das verstehe ich nicht. Aber gut, wir sind jetzt jedenfalls hier. Wir kümmern uns mal um, warum steht dieser Marktkarren immer noch da? Kann der wohl nichts machen, das ist blöd. Ja, du kriegst dein Geld. Und was machen wir hier? Wir müssen dem Dorf helfen, die Soldaten. Ja, irgendwie hat da jetzt was gefehlt, oder? Irgendwie hat da so ein Kampf gefehlt. Entweder habe ich was nicht mitbekommen, aber immerhin, sie bauen gerade Palisaden. Und die sollten jetzt eigentlich gleich fertig sein. Dieses Mal haben wir die Pläne des Barons durchkreuzt. Ja. Dieses Mal. Wir ist gut, ja, ich habe euch das Geld gegeben, ja? Nicht ihr. Was mischt ihr euch ein, Ritter? Ihr habt diesen Bauern geholfen, eine Palisade zu bauen. Für diese Frechheit werdet ihr bezahlen. Soldaten, bereit machen zum Angriff. Okay, ich gehe mal zurück mit meinen Soldaten. Wir müssen diese Stadt beschützen. Genau, wir gehen mal ganz schnell zurück. Wo laufen die denn lang? Ihr habt das Gold. Das wird meine Männer überzeugen, den Dorfbewohnern zu helfen. Den nächsten Angriff schlagen wir zurück. So, und können wir irgendwas an... Ne, wir haben immer noch das Soldatenlimit erreicht. Also wir sind ganz gut ausgerüstet. Wir haben wertvolle Zeit gewonnen. Nun können wir uns Gedanken über wirkungsvolle Gegenmaßnahmen machen. Und ihr haltet euch für einen guten Anführer? Ihr habt nicht einmal eine Mauer gebaut, um eure Stadt zu beschützen. Meine Truppen werden euch einen kleinen Besuch abstatten. Ja, dann bin ich gespannt, wo ihr reinlauft, weil das sind doch Freunde, oder? Die kann ich nicht angreifen. Na, das sind Freunde. Also, ich bin der Meinung, dass ihr nicht reinkommt, weil wir durchaus eine Mauer haben. Aber wenn du denkst, dass du hier reinkommst, dann denk das bitte weiter. So, wir schauen mal, wo sie reinkommen wollen. Das wird lustig. Ich mach mal wieder schneller. Aber ich sehe jetzt... Ah, da kommt was. Da kommt was, okay. Ja, die könnte ich jetzt angreifen, prinzipiell. Ja, Überraschung, ihr kommt nicht rein. Aha, und jetzt? Gehen sie wieder. Hä? Okay. Ja, ich meine, ich habe jetzt natürlich keinen geschlossenen Ring gebaut, ja? Aber ihr kommt trotzdem nicht rein. Tschüss.
Cool. Lustig. Irgendwie lol. Das Lustige ist vor allem, das Tor ist ja offen. Also momentan kommt man ja durch. Was ist das? Was bedeutet das? Weiterbauen. Will ich gar nicht. Ja, gut. Was passiert jetzt? Ja, toll. Jetzt gehen die wieder. Super. Tschüss. Mhm. Ja, jetzt bin ich wieder mal überfordert. Sofort. Und wie geht's jetzt weiter? Noch immer schützt keine Mauer eure Stadt. Ihr lernt wohl nicht aus euren Fehlern. Ich werde eure lachhafte Siedlung niederbrennen. Jetzt kommen die wieder. Unsere lachhafte Siedlung niederbrennen. So, ihr seid nicht in der Lage, hier reinzukommen, aber ihr wollt meine lachhafte Siedlung niederbrennen. Okay. Hallo, da seid ihr ja wieder. Na? Was macht ihr denn diesmal? Oh, guck mal. Da kommt er nicht drüber. Hm, dann gehen wir wieder. Oh, oh. Oh, 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 okay. Okay, guter Punkt. Der Feind rückt gegen unsere Mauern vor. Okay. Alles klar. Ah, ich kann gerade ganz schwer scrollen. Jawohl. Okay. Ja, also lachhaft ist es relativ, aber... Einsacken und Abmarsch. Also sie sollte jetzt vielleicht nicht alleine da rauslaufen. So. Ein Jäger sucht vergeblich nach Jagdwild. Erbeutet, was ihr könnt. Okay, das Tor ist kaputt, aber wir können kämpfen. Es gibt kein Zurück. So, das Ding ist kaputt. Es gibt kein Zurück. Ja, die sind schon recht stark, ja, das muss ich zugeben. Stürmt los. Aber wir können in der Zwischenzeit, wenn die gerade kämpfen, neue Leute ausbilden. In der Zwischenzeit können wir... Eine Militäreinheit wurde geschlagen. Eine Militärabteilung. Okay, die schicken wir natürlich dann gleich mal wieder hinterher. Schon unterwegs. Auf euren So, stell dich doch mal davor, dass du denen ein bisschen Moral zusprichst. Okay, gleich die nächste. Zum Angriff! Die kriegen wir schon noch runter. Eine Militär- ich bin da sehr optimistisch. Ich finde es schön, dass man auch ausbilden kann, während das abgegradet wird. Vorwärts! Okay. Ich muss mich in die Burg zurückziehen. Okay, sie ist kaputt. Jetzt haben wir dann doch ein Problem. Irgendwie. Okay, so viel zum Thema lachhaft. Was macht ihr jetzt? Kämpft weiter! Achso, da habe ich sogar noch welche. Ah, jetzt kommen die anderen auch mal. Jawohl! Das ist schön. Verstanden. Ja, die waren zu weit weg im Prinzip vom Stadtkern. Aber es ist schön, dass sie dann auch mal kämpfen. Nicht aufgeben. Weil dafür habe ich ja Geld bezahlt immerhin. Zu wenig Ausrüstung. Okay, also wenn das jetzt nicht reicht, haben wir ein Problem. Aber die Söldner, die sind eigentlich ganz gut momentan. So, wenn die gute Tante hier mal fertig wird. Was sind wir wieder heile? Da ist sie wieder. Sie läuft jetzt mal hier hoch, weil da können wir nämlich Leute anheuern, solange wir zumindest kein... Weil wir haben ja viel Geld. Angriff. Aber sieht eigentlich gerade ganz gut aus. Auch dank der gegnerischen Söldner. Muss man fairerweise dazu sagen. Ich kann mal die Burg upgraden. Einfach so just for fun. Okay, das geht immer noch nicht. Und, ja... Anscheinend haben wir sie besiegt. Oder die Gegner. Wie auch immer. Also wir sollten uns merken... Wir sollten uns merken, die... Sofort. Burgmauer sollten wir näher an der, am Stadtkern machen. Der Baron ist in Randalfing zu gut geschützt. Doch er bewacht stets persönlich den Goldtransport zum Hafen. Auf dem Weg dorthin können wir ihn abfangen.
Also wir sollten die Stadtmauer dann vielleicht doch mehr an die Stadtzentrum, ans Stadtzentrum bauen. Einfach damit die KI mitdenkt. Ja, das ist halt ein bisschen ungünstig, wenn die nicht mitkämpft. So, können wir mal wieder was ausrüsten? Nö, gerade läuft's nicht so schnell hier von den Schwertschmieden. Das können wir einfach mal upgraden. Den Bogenmacher auch. Und wir sollen den abfangen. Und zwar irgendwo hier. Was ist das denn? Kräuter. Aha. Was ist das? Abfangen. Wir müssen diese Stadt beschützen. Okay. Abschütz, abfangen ist okay. Verstanden. Ich kann mir halt gerade leider keine Leute leisten. So ein bisschen jetzt. Und hier konnte man doch... Nein, ich wollte keine Kühe. Na gut. Holen wir mal ein paar Bogenschützen. Alle, die wir haben können. Sie bleibt bitte hier. Sofort. Die gehen, treffen sich mal hier. Auf euren Befehl. Zusammen mit unseren Leuten. Ich bin jetzt optimistisch, dass der nicht angreift. Ein Jäger sucht vergeblich nach Jagdwild. So. Das heißt, die sind doch einige. Das ist schön. Und unsere Truppen kommen jetzt auch so langsam. Oh, guck mal hier. Zum Angriff! Das ist natürlich dämlich, wenn der das immer bewacht. Aber gut, dass wir jetzt von zwei Seiten kommen. Das heißt, unsere Bogenschützen... Da haben wir dann so einen kleinen Kampf Bogenschützen gegen Bogenschützen. Das wird jetzt lustig. Wo sind jetzt die anderen Bogenschützen hin? Da kommen sie, okay. Unsere Herden werden von wilden Tieren angefallen. Jetzt ist, wilde Tiere sind mir gerade recht wurscht. Ah, jetzt laufen die da hoch. Okay, jetzt haben sie uns bemerkt, jetzt sind sie stehen geblieben und das ist gut, wir weil jetzt kommt angegriffen. Unsere... Ja, habe ich schon gemerkt. Alles kein Problem. Und zack. Haltet die Augen offen. Und was sollen wir jetzt machen? Wir sollen den Geldtransport abfangen. Okay. Erobert das Ziel. So. Ihr müsst alle hoch. Jetzt hoffe ich nur, dass wir den Geldtransport noch erreichen. Moment. Das Gute ist, wir sind ja hier. Da können wir von der anderen Seite kommen. Haha. Geht das? Genau. Perfekt. Du läufst da lang. Nee, irgendwas habe ich jetzt falsch gemacht. Achso, da. Ah! Ganz wo laufen? Jawohl, sofort. Irgendwie blöd gelaufen. Wo lauft ihr denn hin? Verstanden. Nein! Nicht aufgeben! Oh Gott, blöd schon gelaufen. Unterwegs. Das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Sofort. Das habe ich mir deutlich anders vorgestellt. Schon unterwegs. Ganz okay. Wie ihr wünscht. Mit anderen Worten, ich bleibe jetzt mal hier, weil wahrscheinlich passiert das gleich nochmal. Die sind jetzt leider da schon reingegangen. Warum dürfen die eigentlich so viele Soldaten haben und wir nicht? Das finde ich ein bisschen unfair. Aber nachdem die ja hier lang gegangen sind, gehe ich mal auch sofort wieder hier zurück. Können wir neue Truppen ausbilden? Ja, so ein bisschen. Soldatenlimit ist erreicht. Okay. Schon unterwegs. Und was ist das jetzt wieder? Okay, den sollen wir abfangen. Das kriegen wir hin, weil der... Also wir werden angegriffen. Was, wir werden angegriffen? Wo werden wir angegriffen? Aha. Ach, du liebe Güte. Es gibt kein Zurück. Ach, du liebe Güte. In den Kampf. Ich habe so den Eindruck, das wird ein bisschen blöde werden. Aber diese Bogenschützen, ja, die sind ja eigentlich nur am uns vorbeigelaufen jetzt. Dieses Ziel. Und die da jetzt noch kommen, nicht aufgeben. Die kriegen wir vielleicht auch noch kaputt. Da kommt Nachschub. Angriff! Läuft gerade nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte, aber ist lustig. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Das ist mir wurscht.
kämpfe gerade. Alles klar. Okay, das haben wir geschafft. Alles klar. Lauf doch mal hier auf hoch, dass ich eine Befehl. Große Truppe habe. Das ist verwirrt, wenn die ständig rumlaufen. Auf euren Befehl. So, die speichere ich mir als Gruppe. Kann ich mittlerweile wieder was nachbauen? Nein. Nein, gerade nicht. Und jetzt sollen wir den holen. Perfekt. Jetzt haben wir es geschafft. Also wir haben den einfach nur knapp verfehlt. Großartig. Und das Geld haben wir jetzt bekommen. Ich verlange, dass ihr mich auf der Stelle freilasst. Yay! Gallus wird bald wieder so sicher und wohlhabend sein wie in alten Zeiten. Uff, das war jetzt ein bisschen. Es gibt hier nichts mehr für mich zu tun. Naja, man kann nicht alles haben. Braucht euer Herrscher vielleicht noch einen fähigen Ritter? Bitte legt ein gutes Wort für mich ein. Ja, eine neue Ritterin, ein Ritter für uns. Wir werden trotzdem nicht wechseln wahrscheinlich. Aber gut, dann haben wir das jetzt dann doch geschafft. War ein bisschen zäher, als ich dachte. Vor allem, weil wir uns ein bisschen schwer getan haben mit den Kämpfen. Weil halt die KI nicht mitgeholfen hat, weil das Tor so weit weg war. Aber irgendwie haben wir es dann doch geschafft. Und ja, gut, beim zweiten Mal, als er zum zweiten Mal durchgelaufen ist, haben wir ihn dann erwischt. Und das ist dann auch ganz gut. Und damit sind wir dann auch am Ende dieser Episode. Ich sage daher vielen Dank fürs Zuschauen und beim nächsten Mal schauen wir uns die Mission 4 an. Ich bin gespannt, wo die uns hinführen wird. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.